Was wiegt schwerer, unsere Sicherheit oder unsere Persönlichkeitsrechte? Um diese Frage geht es im Streit um die Vorratsdatenspeicherung. Und so richtig gut ausbalanciert ist das bisher nicht, findet der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs, dessen Votum heute verlesen wurde. Die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung gehe viel zu weit. Freude heute bei allen, für die die Persönlichkeitsrechte schon immer mehr Gewicht hatten. Es ist ein guter Tag für den Datenschutz. Es ist ein Etappensieg und tatsächlich wird an dieser Stelle sehr klar gesagt, dass die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung nicht mit den Grundrechten in Europa vereinbar sind. Es geht um unsere Handy- und Internetdaten. Wer hat wann mit wem telefoniert? Wer war auf welcher Internetseite? Werden all diese Daten gespeichert, so die Kritik, könne ein genaues Profil von Personen erstellt werden. Und die Sicherheit der Daten sei nicht gewährleistet, wenn sie von privaten Firmen gesammelt würden. Auch deutsche Experten verlangen da Nachbesserungen. Zum Beispiel festzulegen, wer Zugang hat zu den Daten, in welchem Rahmen Zugang zu den Daten zu gewähren ist, ob eine unabhängige Stelle zu schaffen ist, die kontrolliert, ob der Zugang auch eingehalten worden ist, wann die Daten zu löschen sind und so weiter. All das fehlt in der Richtlinie. Doch diejenigen, die für die Sicherheit im Land verantwortlich sind, weisen auf etwas anderes hin. Es gibt Fälle, sagt die Polizei, die nur durch den Zugriff auf solche Daten aufgeklärt werden können. Zum Beispiel der Mord an dem kleinen Mirko aus Grefrath. Die Ermittler kamen dem Täter letztlich durch die Auswertung von Handydaten auf die Spur. Ein Glücksfall. Andere Fälle bleiben ungelöst, weil es in Deutschland bisher keine einheitliche Regelung zur Speicherung von Daten gibt. Die jetzige Praxis ist in Teilen ein Desaster, weil wir eben zahlreiche, es dürften im Jahr Tausende von Straftaten sein, hinter denen ganz konkrete, handfeste Opfer stehen, nicht aufklären können, weil uns die entsprechenden Daten fehlen. Wir haben nur im Bereich ganz, ganz weniger Tage bei ganz, ganz wenigen Providern entsprechende Daten überhaupt nur zur Verfügung. Ganz uneinheitlich die Speicherungspraxis und in zahlreichen, es dürften Tausende sein pro Jahr von Straftaten, können wir keinen Täter überführen und können letztlich keine Opfer schützen. Die Große Koalition, so sie zustande kommt, will die Vorratsdatenspeicherung nun einführen. Zunächst aber will man das endgültige Urteil des Europäischen Gerichtshofs abwarten. Es gilt, eine gute Balance zu finden zwischen Persönlichkeitsrechten und Sicherheit.